Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal eine andere Videoform. Heute nehme ich nur meinen Bildschirm auf. Kürzlich habe ich folgende Nachricht bekommen. Hallo Silke, ich bin von Professor Arnold Ehret begeistert und wünsche mir andere Menschen mit gleichem Interesse den Austausch über seine Werke. Gibt es dazu eine Gruppe, der ich beitreten kann? Viele Grüße, Frank. Also solche ähnlichen Nachrichten erreichen mich in den letzten Monaten oder seit dem letzten Jahr, seitdem ich vermehrt Videos zum Thema schleimfreie Heilkost mache, ab und zu, dass die Menschen mehr Informationen über die schleimfreie Heilkost erhalten möchten, Erfahrungsberichte, auch wo sie sich mit anderen Menschen austauschen können. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wo ihr wichtige Informationen zur schleimfreien, zur schleimarmen Heilkost bekommen könnt und wo es einen Austausch mit Gleichgesinnten geben kann, also wo es eine Möglichkeit gibt, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Als erstes bin ich mit euch auf meiner Webseite, da seht ihr hier so einen Menüpunkt Downloads. Und wenn ihr draufklickt, findet ihr dann hier verschiedene kostenfreie Schriften, kostenlose Schriften von Arnold Ehret. Und bevor ich da kurz näher darauf eingehe, möchte ich noch kurz was zu Arnold Ehret sagen, beziehungsweise hier diesen kleinen Text vorlesen. Professor Arnold Ehret wurde 1866 in St. Georgen bei Freiburg im Schwarzwald geboren und verstarb auf der Höhe seiner Kraft am 8. Oktober 1922 in den USA nach einem Vortrag an einem Unfall mit doppeltem Schädelbasisbruch. Vom frühesten Mannesalter an war er dazu bestimmt, die humanitäre Aufgabe des Arztes zu erfüllen. Seine Leiden wurden damals von den ihn behandelnden Ärzten als unheilbar bezeichnet. Das Todesurteil vor Augen diente aber nur dazu, seinen unbeugsamen Geist zu wecken. Sein Entschluss, sich selbst zu heilen, erwies sich als so erfolgreich, dass er in der Schweiz eine Fastenklinik eröffnete und nach dem Ersten Weltkrieg eine solche in Los Angeles, um kranke Menschen mit der von ihm entwickelten schleimfreien Heilkost zu heilen. Bei Tausenden von Menschen hatte Professor Ehret Erfolg. Er übernahm Lehraufträge, schrieb Bücher, hielt in den USA laufend Vorträge über die von ihm entdeckte Heilmethode. Seine wichtigste Schrift ist hier die schleimfreie Heilkost, 94 Seiten. Braucht ihr einfach nur hier auf diesen Link zu gehen und schon öffnet sich die PDF-Datei, die schleimfreie Heilkost, die ihr euch dann herunterladen könnt. Jetzt erstmal ein Vorwort, da geht es ein bisschen um das Leben von Arnold Ehret, seine Krankheitsgeschichte und auch seine Reisen. Er war ja auch viel auf Reisen und hat experimentiert mit Früchten und Fasten. Er ist also ein Praktiker gewesen, hat immer gern experimentiert. Auch hier eben mit dem Fasten und ja, sind einfach spannende Erfahrungsberichte. Hier geht es dann los mit dem ersten Kapitel, allgemeine einführende Grundsätze. Und gleich der erste Absatz hat es in sich. Jede Krankheit, egal mit welchem Namen sie der medizinischen Wissenschaft bekannt ist, ist eine Verstopfung. Eine Verstopfung des gesamten Leitungssystems des menschlichen Körpers. Jedes Krankheitszeichen ist deshalb lediglich eine außergewöhnliche örtliche Verstopfung durch an dieser besonderen Stelle angesammeltem Schleim. Spezielle Ansammlungspunkte sind die Zunge, der Magen und besonders der gesamte Verdauungstrakt. Letzterer ist die wahre und tiefere Ursache für eine Darmverstopfung. Der durchschnittliche Mensch hat ständig mehr als 10 Pfund nicht ausgeschiedenen Kot in den Därmen, der Blutkreislauf und das ganze Körpersystem vergiftet. Stellen Sie sich das einmal vor. Dann geht's weiter. Jeder kranke Mensch hat einen mehr oder weniger schleimverstopften Organismus. Dieser Schleim stammt von unverdauten, nicht ausgeschiedenen Nahrungsbestandteilen, die sich von Kindheit an angesammelt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie hierfür in meinem Buch Vom Kranken zum gesunden Menschen durch Fasten. Und dieses Buch gibt's auch als kostenlose PDF, die ihr euch auch herunterladen könnt. Hier seht ihr auch, was für Ehret die schleimfreie Heilkost bedeutet. Sie besteht aus allen Sorten Obst, stärkefreiem Gemüse und gekochtem oder rohem, meist grünem Blattgemüse. Also ist auf alle Fälle eine interessante Schrift. Würde ich euch sehr empfehlen, euch diese Schrift herunterzuladen und sie eingehend zu studieren und sich vor allem dann auch mit Gleichgesinnten auszutauschen, weil es auch so ist, dass die schleimfreie Heilkost in der heutigen Zeit nicht zu 100% so umsetzbar ist, wie sie Arnold Ehret beschrieben hat, aus verschiedenen Gründen. Da hängt auch mit Schwermetallbelastung, Umweltgiften zusammen, verschiedenen chronischen Krankheiten, verschiedenen individuellen Belastungen der Menschen, sodass man nicht einfach in so eine schleimfreie Heilkost
Diät sich stürzen kann, das kann dann eher Schäden, körperliche Schäden nach sich ziehen. Hier haben wir die PDF-Datei vom Kranken zum gesunden Menschen. Könnt ihr euch auch herunterladen. Auch sehr interessant. Hier gibt es auch ein Vorwort von Helmut Wandmager. Das ist der Autor vom Buch Willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf. Und er hat auch zu Ehren von Arnold Ehret die Zeitung Wea Aktuell gegründet. Das ist eine Zeitschrift, die gibt es so richtig als richtige Zeitschrift, beziehungsweise auch digital. Da gibt es alle 2 Monate ein Heft mit interessanten, verschiedenen Berichten zum Thema Gesundheit. Also wer sich für die Wea Aktuell interessiert, ich setze euch auch einen Link unter dieses Video, beziehungsweise in den ersten angepinnten Kommentar. Da könnt ihr auch einige Leseproben anfordern, beziehungsweise auch online einige Texte kostenlos lesen. Gibt es hier einige Themen: die Grundursache aller Krankheiten, Vermeidung von Krankheiten, die Grundursache des Alterns, Erhaltung von Jugend und Schönheit, Vermeidung von Haarausfall, Gründe für den Haarausfall und das Ergrauen, Lebensverlängerung. Also auf alle Fälle interessante Themen und dann auch einiges zum Fasten. Hier auf meiner Seite gibt es dann noch einige Fastenbriefe. Zum Beispiel kranke Menschen, Lebensfragen, Lehr- und Fastenbrief, Verjüngung auf natürlichem Wege und Fastenkunst und Eretismus. Manchmal sind es auch nur PDF-Dateien mit wenigen Seiten, 26 Seiten, 27 Seiten, 19 Seiten. Und diese beiden Fastenbriefe oder die Fastenlehre von Arnold Ehret, Teil 1, Teil 2 sind noch ein bisschen länger. Wie gesagt, könnt ihr euch kostenlos direkt herunterladen. Würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, wenn ihr euch für die schleimfreie Heilkost für Arnold Ehret interessiert, dann diese Schriften herunterladen und studieren. Für alle, die bei Facebook angemeldet sind, gibt es die Möglichkeit, der Gruppe Arnold Ehret die schleimfreie Heilkost beizutreten. Wir haben eine Gruppe mit über 900 Mitgliedern schon. Und da gibt es eben die Möglichkeit, sich mit Interessierten, mit Gleichgesinnten auszutauschen. Also Erfahrungsberichte, Fragen könnt ihr hier stellen. Ist wirklich auch auf alle Fälle eine interessante Gruppe, die auch immer mehr wächst. Also es gibt immer regelmäßig Anfragen von Menschen, die gerne der Gruppe beitreten wollen und sich einfach auch austauschen möchten mit Gleichgesinnten. Den Link zu dieser Gruppe findet ihr dann auch unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar, beziehungsweise auch wenn ihr auf die Seite mit den kostenlosen Downloads geht, die ich ja auch unter diesem Video verlinke, da habt ihr das ja dann mit unten auf der Seite stehen. Als erstes habe ich euch gezeigt, wo ihr kostenlose Schriften von Arnold Ehret finden könnt und dass es eben eine Möglichkeit gibt, sich auf Facebook mit Gleichgesinnten auszutauschen. Vielleicht fragen sich jetzt einige, na, was ist denn die schleimfreie Heilkost genau? Was sind denn schleimbildende Lebensmittel, beziehungsweise welche Lebensmittel kann ich denn bei der schleimfreien Heilkost essen? Es gibt auf meiner Webseite 2 Gastartikel vom Henry, vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Die seht ihr hier, also das ist jetzt hier die Liste der schleimfreien und säurebindenden Lebensmittel. Da hat Henry erstmal kurz beschrieben, was die schleimfreie Heilkost genau ist und wie eine Umstellung vonstatten gehen kann. Also er schreibt hier auch nochmal ganz ausdrücklich, dass dieser Prozess, also von einer konventionellen Ernährung in eine schleimfreie Heilkost, wirklich ein langer Prozess ist und dass das viele, viele Jahre dauert. Niemals von heute auf morgen, schreibt er. Das ist ganz wichtig, also nicht einfach in eine Früchtediät gehen von einer konventionellen Kost. Das kann wirklich schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen. Also hier gibt es erstmal wichtige Informationen generell zur schleimfreien Heilkost und dann sind hier Lebensmittel aufgelistet, die schleimfrei und säurebindend sind. Natürlich hier grünes Blattgemüse ist aufgelistet, dann rohes Gemüse, rohe Wurzeln, Früchte, also auch Gemüsefrüchte, auch Sprossen sind dabei, also die grünblättrigen Sprossen oder Grünkraut. Dann hier gebackenes Gemüse, was dann auch stärkearm bzw. schleimarm oder wirklich fast schleimfrei ist. Dann reife Früchte, die wirklich schleimfrei sind. Dann getrocknete oder gebackene Früchte. Dann hier gibt es noch die Kategorie 100% Fruchtsäfte, Sirup und Honig. Wer die Schriften von Arnold Ehret lieber als richtiges Buch zu Hause stehen haben möchte, dann kann ich euch die beiden Bücher Gesunde Menschen Band 1 und Gesunde Menschen Band 2 empfehlen. Da sind alle Schriften von Arnold Ehret vereint, die er jemals im deutschsprachigen bzw. auch später dann
in den USA, also im englischsprachigen Raum, veröffentlicht hat. Gehen wir weiter zur Liste der Schleim- und eiterbildenden Lebensmittel. Hier seht ihr auch den Henry, der auch ganz zufällig unser Mitbewohner ist. Das ist natürlich sehr förderlich, wenn man gemeinsam experimentiert und eine gewisse Lebensweise, was sich ja nicht nur auf die Ernährung beschränkt, praktiziert. Es ist immer sehr schön, dann jemanden da zu haben, mit dem man sich da wirklich auch sehr intensiv austauschen kann. Das ist die Liste der Schleim- und eiterbildenden Lebensmittel. Da gibt es auch wieder ein kleines Vorwort vom Henry und hier auch nochmal: Also niemals sofort in eine schleimfreie Ernährung stürzen, sondern sich sehr viele Jahre dafür Zeit lassen. Hier die Liste der Eitersäure- und schleimbildenden Lebensmittel. Fleisch soll eiterbildend wirken nach diesem System, ist das so aufgelistet. Fisch ebenfalls, dann haben wir hier die Milchprodukte, die auch eiterbildend wirken können. Getreide mittelmäßig schleimbildend, dann haben wir die Nüsse und Samen. Verarbeitete Nahrungsmittel, also Fast Food und Fertignahrung, dann hier Gebäck, Süßigkeiten, Desserts, Limonaden, fermentierte oder alkoholische Getränke, fermentierte Nahrungsmittel und Soßen, vegetarische, vegan verarbeitete Nahrungsmittel, die sind mittelmäßig bis sehr schleimbildend, dann Öle, also Fett, das sind mäßige Schleimbildende und hier Salz und Gewürze, die können eventuell die Säurebildung fördern bzw. stimulieren. Dann gibt es hier noch stärkehaltige oder fetthaltige Gemüse und Früchte, die leicht bis mäßig schleimbildend wirken. Also das ist eine ganz gute Auflistung, aber ich möchte nochmal betonen, die schleimfreie Heilkost ist nicht die Ernährungsform für alle Menschen. Das ist halt ein Weg, den Menschen gehen können, um wieder ihr System ins Gleichgewicht zu bringen, um zu gesunden. Aber es ist halt kein Heilmittel für jeden, weil wir sind ja alle sehr individuell verschieden. Wir haben unterschiedliche gesundheitliche Vorgeschichten. Ne? Der Körper ist unterschiedlich belastbar. Mancher Körper kann über Jahrzehnte verschiedene Ernährungs- oder Lebensweisen ganz gut ausbalancieren. Manche, die sind dann schon mit 20, gehen schon in Richtung chronische Krankheit. Also es ist wirklich sehr individuell verschieden. Es besteht eben die Möglichkeit, mit diesen Ernährungsformen und noch anderen Punkten, Gesundheit ist ja nicht allein nur Ernährung, wieder sein Körpersystem oder Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen. Da gibt es auf alle Fälle auch interessante Erfahrungsberichte. Dazu kommen wir auch noch gleich. Diese beiden Gastbeiträge vom Henry bzw. diese Listen, diese Auflistung der Lebensmittel, die basieren auf einen englischsprachigen YouTuber, der auch eine eigene Webseite hat und auch verschiedene Informationen da zur Verfügung stellt. Das ist der Professor Spira. Der hat hier eine eigene Webseite, aber vor allem auch einen eigenen YouTube-Kanal. Also wer des Englischen mächtig ist und das auch ganz gut verstehen kann, für den ist natürlich Professor Spira eine wahre Fundgrube, wenn es um das Thema schleimfreie Heilkost und Erfahrungsberichte geht. Er hat auch einen Musikerfreund, Brother Air, den sieht man hier. Soweit ich weiß, praktiziert er schon ca. 40 Jahre die schleimarme, die schleimfreie Heilkost. Und da gibt es auch ab und zu Interviews mit dem Brother Air. Also wirklich sehr, sehr interessant. Ist auf alle Fälle empfehlenswert. Verlinke ich euch auch oben in den Infokarten bzw. auch unter diesem Video bzw. auch im ersten angepinnten Kommentar. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Playlist hinweisen, die ihr auch hier auf meinem Kanal finden könnt. Und zwar heißt die Playlist Schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehre. Die werde ich euch auch oben in den Infokarten verlinken, beziehungsweise unter diesem Video, beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Und diese Playlist enthält 19 Videos zum Thema. Mein erstes Video zur schleimfreien Heilkost ist im Sommer 2016 auf Sardinien entstanden mit dem Henry. Da hatten wir ein Interview geführt und da ging es um die schleimfreie, die schleimarme Ernährung. Da hat Henry ein bisschen diese Ernährungsform vorgestellt. Dann gibt es hier auch ein Video auf meinem Kanal in dieser Playlist. Leichte Schwangerschaft und schmerzfreie Geburt möglich. Das war ein sehr interessanter Leserbrief. Der befindet sich, glaube ich, auch im Gesunde Menschen Band 1, in diesem richtigen Buch, wo die Arnold-Ehret-Schriften zusammengefasst sind, wo es auch einige Leserbriefe gibt. Und da hat eine Mutter beschrieben, wie ihre vierte oder fünfte Schwangerschaft abgelaufen ist und dass sie eben eine sehr leichte Schwangerschaft und eben auch eine total schmerzfreie Geburt mit der schleimfreien Heilkost hatte. Also wirklich ein sehr interessanter Erfahrungsbericht. Dann seht ihr hier der Weg zur schleimfreien Heilkost. Das war so ein Gespräch mit dem Henry und mit dem Tobias von IOM.
Da hatten wir uns auch über die schleimfreie Heilkost unterhalten. Dann gibt es auch so einen Einblick in die schleimfreie Heilkost, Rohkost und Kochkost. Da hatten wir einen kleinen Potluck gemacht, also einen Potluck im Rahmen der schleimfreien Heilkost. Und in diesem Video wird einfach mal gezeigt, was da alles dazugehört. Dann waren wir mal wieder auf Sardinien. Da habe ich dann auch gleich ein Food Diary gemacht und gezeigt, was ich an 6 Tagen gegessen habe. Dann folgt hier ein Video mit Henry, warum wir keine Rohköstler mehr sind, schleimfreie Heilkost. Wir haben ja jahrelang eine Rohkosternährung praktiziert und da haben wir gedacht, wir wollen jetzt mal die schleimfreie Heilkost praktizieren, so im Sinne von An und Ehre, beziehungsweise auch mit der Übergangskost, eben auch mit gedämpftem, gebackenen und gedünstetem Gemüse. Das war für uns auch interessant, dass wir dann auch gemerkt haben, wir sind gar nicht in so einem Dogma drin, dass wir sagen, ja, es muss 100% Rohkost sein. Es war für uns auch eine interessante Erfahrung, allerdings haben wir das dann nach 10 Monaten abgebrochen, weil wir gesagt haben, ja, so die Rohkost ist für uns wirklich die beste Ernährungsform und dass wir eben nicht mehr jeden Tag oder zu oft Gemüse backen und dämpfen, weil wir eben auch merken, dass sich da einiges am Wohlgefühl, an der Leichtigkeit oder auch beim Sport verändert. Wenn man dann regelmäßig Sport macht, merkt man schon den Unterschied, ob man nur Rohkost isst oder eben auch gebackenes und gedämpftes Gemüse mit integriert. Hier ist ein Video Gemüse dämpfen und backen schleimfreie Heilkost. Da haben wir einfach mal gezeigt, wie wir Gemüse dämpfen und backen. So auf ein paar, sag ich mal, Serviervorschläge, wie wir das zusammen essen. Hier folgen noch so 2 kleine Lesungen. Ein Text von An und Erit, also spricht die Krankheit. Und dann folgt auch noch, also spricht der Magen. Dann habe ich auch mal einen Text vorgelesen zum 49-Tage-Wasserfasten-Experiment von An und Erit, was er, glaube ich, 1911 damals in Köln gemacht hat. Er hat das sich richtig auch beobachten lassen. Es war auch ein sehr, sehr interessantes Experiment. Hier ist nochmal ein Video mit Henry, 10 Monate Kochkost, wo wir eben diese schleimfreie Heilkost mit diesem erhitzten Gemüse praktiziert haben. Da berichten wir dann auch nochmal über unsere Erfahrungen. Dann habe ich letztes Jahr auch einen Text von Erit vorgelesen, die Ursache von Haarausfall und Grauwerden der Haare. Auch ein sehr interessanter Text, wie es dazu kommt, dass eben gerade bei den Menschen in der westlichen Zivilisation, gerade bei Männern, die Haare so früh ausfallen, beziehungsweise auch die Menschen doch relativ früh grau werden. Dann haben wir auch letztes Jahr im Sizilien ein Video aufgenommen, also Henry und ich, warum grün essen bei der schleimfreien Heilkost so wichtig ist. Das ist für uns wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen haben wir diesem Thema auch ein eigenes Video gewidmet. Dann gibt es nochmal einen Text aus Schriften von An und Erit, Urteile von Ärzten. Was haben damals um 1910, 1911, 1912 Ärzte zu An und Erits Ernährungslehre bzw. zu seinem Wasserfasten-Experiment gesagt? Auch sehr interessant. Da würden sich heute, glaube ich, viel weniger Ärzte finden als damals, die sich so wohlwollend dem An und Erit gegenüber äußern würden. Dann haben wir wieder hier einen tollen Erfahrungsbericht mit der Emma vom YouTube-Kanal Raw Nourishment. Den verlinke ich euch auch oben in den Infokarten bzw. unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und Emma sagt in diesem Interview, die schleimfreie Heilkost hat mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Wirklich auch ein interessanter Erfahrungsbericht. Also wer sich für diese ganzen Themen interessiert, ich verlinke auf alle Fälle die Playlist auch nochmal unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, euch haben diese Informationen in diesem Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, euch mehr mit den Schriften von An und Erit auseinanderzusetzen, mit der schleimfreien, der schleimarmen Ernährungslehre bzw. auch mit dem Fasten. Das sind wirklich sehr, sehr interessante Schriften und sehr interessante Erfahrungsberichte. Lasst mir gerne eure Gedanken, Meinungen, Erfahrungen zu diesem Thema unter diesem Video. Ich freue mich über einen regen Gedankenaustausch. Wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.